Die Atmosphäre des romantischen Weihnachtsmarktes auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg, die ist schon was ganz Besonderes. Sobald man reinkommt, da sieht man tausende von Fackeln, Laternen und Kerzen. Und der Schlosspark und der Schlossinnenhof, die geben dem ganzen Weihnachtsmarkt so ein bisschen eine geschützte Atmosphäre. Sie können hier einfach den Weihnachtsmarkt genießen, das Kunsthandwerk genießen. Sie könnten aber vielleicht den Besuch in Regensburg auch mit einer Schlossführung verbinden. Und auch die Fürstin, die mischt sich ja immer wieder mal unter die Besucher. So viel von mir hier aus Regensburg und jetzt schauen wir weiter nach Nürnberg. Direkt hier vor der Frauenkirche in Nürnberg am Hauptmarkt findet seit gestern der traditionelle Christkindlesmarkt statt. Barbara Otto, das Christkind in diesem Jahr, hat ihn eröffnet mit dem Prolog. Das ist ja hier Tradition. Und das hat sie wirklich ganz toll gemacht, obwohl es ihr erster Prolog war, denn sie ist erst seit diesem Jahr Christkind hier in Nürnberg. Ja, und jetzt kann bis zum 24. Dezember Weihnachtsstimmung getankt werden. Und die Organisatoren sind auch sehr optimistisch, dass das einige machen werden. Es werden wieder 2 Millionen Besucher hier in Nürnberg erwartet, aus aller Welt und bestimmt auch aus Deutschland, denn unser Weihnachtsmarkt wurde erst vor kurzem zum beliebtesten Weihnachtsmarkt Deutschlands gewählt. Aber es gibt ja auch noch in anderen Städten schöne Weihnachtsmärkte und Weihnachtsstimmung, zum Beispiel in Coburg. Ich bin hier auf einem der kuscheligsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Das ist kein Scherz. Travelnet hat dem Coburger Weihnachtsmarkt tatsächlich diesen Titel verliehen. Und zu Recht, wie ich meine. Schauen Sie sich mal diese herrliche Kulisse an, mitten in der Coburger Altstadt. Der Coburger Weihnachtsmarkt, der ist kein reiner Verkaufsmarkt. Nein, er bietet auch sehr viel Kunsthandwerk und man kann den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Und der Coburger Weihnachtsmarkt, der hat täglich bis 21.30 Uhr geöffnet. Ganz klasse. So, und mit diesen stimmungsvollen Bildern gebe ich zurück ins Studio nach Augsburg.